Hallo, mein Name ist Timi Repstadt. Ich arbeite bei der Firma Klassiker Restaurierung Bayer in Coburg und wir zeigen Ihnen heute an einen W110-200 die Abschmierung des Fahrwerks. Zum Abschmieren brauchen wir eine Fettpresse, einen Schlüssel eventuell zum Wechseln der Schmiernippel. Und eine Zange zum Abziehen der Fettkappe vom Radlager. Also wenn ein Schmiernippel zum Beispiel verstopft ist, tauschen wir den einfach gegen einen anderen. Die gibt es in verschiedenen Winkeln, gerade, 45 Grad oder 90 Grad unterschiedlich. Wir nehmen Fett von der Marke Shell zum Abschmieren für Gelenke. Anfangen durch in dem Fall am Achsschenkel oben. Da setze ich die Fettpresse an. Und pump neues Fett rein. Okay. Also in dem Fall ist der Nippel verstopft, den müssen wir erneuern. So, jetzt hoffe ich, dass das geht. So, das ist jetzt fertig. Also hier machen wir jetzt den Querlenker oben. Rechts und links machen wir den. Okay, das war der obere. Hier unten können wir das Ganze noch von unten machen. Jetzt bin ich gerade hier vorne und dann mache ich gleich den Umlenkhebel von der Lenkung mit. Okay. Hier machen wir noch die Gelenkwelle vorne mit. Okay, das hätten wir auch. Jetzt gehen wir weiter Richtung Differential hinten. Zum Schluss machen wir noch die Schmiernippel der Hinterachse. Okay, gut. Das war's soweit. Bei den früheren Modellen war
Bei Mittellager von der Karrenwelle auch noch ein Schmiernebel, das fällt aber dann irgendwann weg und in dem Fall hat der keinen mehr. Im Abschmierplan steht korrekterweise noch, dass wir die Fettkappe des Radlagers kontrollieren sollen. Das machen wir aber in der Regel eigentlich nur, wenn wir die Radlager erneuern oder die Radlager einstellen. Wir sind jetzt soweit fertig mit Abschmieren von dem Auto. Wir sind eigentlich nach dem Schmierplan vorgegangen, bis auf die Gelenkwelle in der Mitte, das hat das Auto nicht. Und als einzigen Punkt mussten wir bei dem den Schmiernippel oben am Achsschenkel wechseln, weil der verstopft war.